bitte nicht wieder laut reden. Lennart ist voll bepackt hier. Ich habe mein MacBook schon runtergebracht. Kannst du mein Ladekabel mitnehmen? Mache ich. Ich muss noch den IOHOP mitnehmen. Und ich würde mal sagen, weil wir so viel Stress haben und jetzt irgendwie Vlog ein bisschen schwierig ist, fahren wir jetzt erstmal los. Wir sind jetzt hier in Konstanz. Ich habe unterwegs noch mein Video fertig geschnitten. Das lädt jetzt hier hoch. Und schaut mal, wen wir jetzt hier getroffen haben. Ben ist am Start und noch ein Kumpel von ihm. Und Len ist natürlich auch wieder am Start. Und wie wir es wahrscheinlich heute Morgen schon in der Hektik angekündigt haben, wir hatten ja heute Morgen ein bisschen Hektik. Deshalb habe ich da nicht so viel geredet, weil wir da noch verschlafen haben und dann noch auf der Autobahn standen und so weiter. Aber jetzt sind wir hier in Konstanz am Hafenufer. Und du bist schon mit den Boards gefahren, beziehungsweise du hast... Also ich bin schon mit dem Carbon, mit der Carbon-Variante gefahren. Ja. Und es macht echt Spaß. Also es macht wirklich... Also es macht echt Spaß. Es ist einfach irgendwie... Ich bin sowas schon mal gefahren, aber nicht mit den großen Rädern. Und da kann man halt einfach über Wiese fahren. Jeder schaut dich an. Also wirklich, das ist... Das ist schon so ein Eye-Catcher, wenn du mit so einem Teil... Also wir fahren ja auch öfters mal zu zweit, also Len und ich mit zwei auf einmal. Und es ist dann schon krass, wenn du dann... Dann noch eine Kamera in der Hand und dann voll YouTube-Lifestyle. Macht einfach verdammt Bock. Du bist auch schon gefahren und wie hat es dir gefallen? Mir hat es richtig Spaß gemacht. Das geht in GT-Modus. Ja, GT-Modus. Ja, da geht es richtig. Da zieht man fast die Linie und das macht richtig Spaß. Also ich würde mal sagen, Len, du bist auch schon kurz gefahren. Das würde ja, ich auch noch kurz drauf haben. Ich bin ja schon gewöhnt, aber... Wir sind ja gestern schon... Jo. Aber ich würde es jetzt erstmal sagen, wir nutzen jetzt hier noch ein bisschen das schöne Wetter aus, chillen noch ein bisschen mit Ben, unserem Kumpel. Len ist natürlich auch wieder dabei und ich würde mal sagen, wir schmeißen uns jetzt auf die Boards und fahren wir im Stadtpark ein bisschen. Erster Eindruck zu Ben. Also ich finde es eigentlich einen ganz chilligen Dude. Ja. Also er ist irgendwie, ich dachte nicht, dass er so chillig ist, wie er in seinen Videos ist. Also er kommt eins zu eins so chillig rüber, vloggt ein bisschen, ist eigentlich chillig drauf, fährt hier mit dem Board. Ich finde es eigentlich mega nice. Also ja. Ich bin glaube auch irgendwie im Vlog verwickelt, muss ich nachher mal beziehungsweise morgen gucken. Auf jeden Fall chilliger Dude und hier ist auch die Kulisse eigentlich ganz nice hier von... Wettertechnisch her ist es auch echt geil geworden. Hier oben können wir wieder ein bisschen mit Lenz arbeiten. Aber an sich ist es eigentlich ein ganz cooler Park. Ich war ja schon mal hier im Stadtpark in Konstanz. Und allerdings war ich da natürlich mit meiner Familie und nicht mit Kollegen und so weiter. Natürlich mit Lennart ist auch nice. Aber dass wir Ben getroffen haben, war ich auch sehr, sehr cool. Und dass der jetzt vor allem auch hier die Boards testet und da vielleicht auch so ein kurzes Review noch abgibt, ist auch sehr, sehr nice. Aber Lennart, wie gefällt es dir hier so? Ich finde es voll schön hier, vor allem der Bodensee. Genau, also... Wir springen, wir haben Wasser, wir haben Badehosen wir haben noch dabei. Mit. Wir haben Wasser mit, haben wir auch mit. Wir haben Badehosen dabei und vielleicht springen wir nachher mal auf den Bodensee. Ja. Ich würde mal sagen. Und vielleicht wollen wir auch noch ein paar Drohnen aufmachen. Ja, mal sehen, ob wir hier die Drohne noch steigen lassen. Und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt auch noch ein bisschen Longboard und chillen noch ein bisschen mit Ben. Also viel Spaß. Wir sind jetzt hier noch ein bisschen mit den Longboards gefahren und hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Auch das Wetter spielt sehr nice mit, ist auch ein nicer Platz. Und jetzt haben wir hier noch ein elektrisches Einrad. Und Ben, du fährst damit jetzt gleich. Ich bin das noch nie gefahren und ich bin echt ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man sowas fährt. Erster Eindruck wird natürlich mitgeteilt. Ich bin noch nicht mitgefahren. Mir war es bis jetzt noch ein bisschen zu gefährlich. Wobei, wir sind ja hier auf dem Rasen, da kann nicht so viel passieren. Aber ich würde mal sagen, hau mal rein und probier's mal aus. Ja, zur Seite kippt man halt wirklich ganz viel Bewegung. Ist aber super gut.
habe es nicht hinbekommen. Ich habe es noch gar nicht hinbekommen. So, ich habe mich jetzt hier auch mal noch aufs Board gestellt und Ben kommt hier auch schon wieder angerast. Ist ja eigentlich ganz chillig, wie gesagt, hier im Park kann man eigentlich ganz nice fahren. Wir haben auch noch die GoPros dabei. Ich hoffe mal, das ist vom Vlog her so nice. Ich habe gedacht, ich mache heute ein bisschen mehr Cinematic und weniger Moderation, aber ich dachte, ich fahre jetzt hier einfach mal noch durch. Es ist echt mega nice. Mega nice das Wetter. Wir haben ja schon im letzten Vlog gesagt, mega nice das Wetter, mega nice Stimmung, mega nice das Board. Ups. Und ich fahre jetzt hier erstmal noch so ein bisschen um den See herum und ja, mit Ben ist es eigentlich extrem chillig. Ich war ja vorhin schon so, ich war ja vorher schon Zuschauer von ihm, war die Kurve mit dem ist ein bisschen schwierig, ich war ja vorher schon Zuschauer von ihm und so ein Real Life ihn zu treffen ist eigentlich auch ganz nice. Wir haben ein paar Fotos und so weiter auch für Instagram und so gemacht, aber ich fahre jetzt hier erstmal wieder dahin, wo wir unsere Base aufgebaut haben und dann geht's weiter. Wir sind bei 3 km/h, 10 km/h, 12, 15. Geht schon ordentlich ab. Alter. So, wir haben schon mal raus. Genau. Leute, ihr habt gerade gesehen, dass man die Teile auch zweckentfremden kann. Lena hat es ja gestern schon gemacht, das haben wir nicht gefilmt, das haben wir irgendwie so aus Jux und Dollerei im Park gemacht. Aber Ben hatte jetzt die Idee, dass wir das gleich mit dem E-Wolf da gemacht haben und ihr habt es ja gesehen, war nice. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen schwieriger, wenn das so ein komplett großes Teil ist, kann man sich quasi in die Mitte stellen und da muss man eben außen bleiben und außen muss eben auch das Board bleiben. Also hier kann man quasi nicht drauf sein und gleichzeitig mit dem Board da fahren, aber sonst war es eigentlich eine ganz lustige Aktion. Ben, du hast gerade die Longboard-Rollen drauf gemacht und stolz? Ja, nach einer Dreiviertelstunde Arbeit. Ja, Dreiviertelstunde, ja. Stolz jetzt. Ich bin mal gespannt, wie sich das so fährt, weil das ist ja der Straßenkit und der ist schon auf dem anderen, das da drüben steht, drauf. Und mit dem bin ich bis jetzt nur noch mit diesen normalen Offroad-Reifen gefahren. Ich bin auch echt gespannt. Aber du musst da aufpassen, da kannst du nämlich keine Bordsteine hoch und ja. Da merkst du schon immer den Untergrund. Bei den anderen ist es eigentlich immer mehr gechillter, aber fahr einfach mal eine Runde. Also warte, filmst du auch? Film mal, mach mal. Ich sag's auch nochmal. Nach einer Dreiviertelstunde Arbeit geschafft, die Reifen zu tauschen. Ich habe vorher noch nicht gewusst, wie es funktioniert. Jetzt habe ich es geschafft und jetzt werde ich einfach mal eine Testfahrt machen. Das Teil ist an. Und
Jo, das war's jetzt hier schon wieder mit diesem neuen alten Daily Vlog. Wie war euer Tag? Wundervoll. Ich fand wundervoll. Ja, fand die super schön. Du auch? Nee, war echt voll cool mit den Boards. Ja, ich habe auch ein paar geile Aufnahmen gemacht. Len, wie fandest du's? Ich fand's heftig. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Ja, checkt ihn mal aus. Wie heißt du auf Instagram? Sigmund. Wir verlinken dich. Dich verlinken wir natürlich auch. Egal. Ihr klickt jetzt gerade hier oben auf den Abonnier-Button. Kannst du das? Machst du das? Ja, ja. Ihr klickt gerade hier oben auf den Abonnier-Button. Ihr könnt hier das letzte Video anschauen. Und schaut unten in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin. Ciao. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Ich wollte die Aufnahme crashen.